Herzlich willkommen zur Präsentation von IronHide von Hensoldt Analytics. IronHide, Intelligent Unmasking of Hybrid Deception. Die globale Veränderung des Medienkonsums und der Medienlandschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten, aber auch in den letzten Jahren dramatisch verändert. Einerseits ist die Medienlandschaft fragmentiert durch die Ankunft von Privatfernsehen, Privatradio, aber dann auch später noch viel mehr durch das Internet und dann soziale Medien. Gleichzeitig ergab sich durch soziale Medien die Möglichkeit von Interaktion mit dem Medium selbst. Das ermöglicht die Einflussnahme hybrider Akteure, da dies nun erheblich günstiger ist und eine erheblich breitere, empfänglichere Masse erreicht. Gleichzeitig hat sich der Werbemarkt und das Gesamtbudget für Medien nicht in demselben Maße wie die Fragmentierung bewegt, sodass Qualitätsjournalismus mit ordentlicher Überprüfung von Fakten nicht mehr möglich ist in dem Umfang, wo es früher möglich war, was die Gefahr erhöht, dass man Fake News versehentlich weiterverbreitet. All dies führt zu einer erhöhten Verwundbarkeit, sowohl aus politischer, allerdings auch militärischer und gesellschaftlicher Art und Weise, durch Desinformation und Fake News. Hybride Akteure verfolgen die Ziele, einen Gegner oder dessen Gesellschaft zu verwirren, polarisieren oder zu destabilisieren. Hier sind die wirkungsvollsten Mittel Radio und Fernsehen, da diese eine hohe Vertrauenswürdigkeit in der Bevölkerung genießen. Diese liegt normalerweise zwischen 70% und 85%. Allerdings sind diese Medien auch am schwersten beeinflussbar. Leichter sind da soziale Medien und auch erheblich günstiger zu beeinflussen. Diese genießen jedoch eine Vertrauenswürdigkeit von 30% bis 40% und sind mit einer relativ hohen Skepsis verbunden. Kreative Wege, die derzeit verwendet werden, um vertrauenswürdige Medien zu beeinflussen, ist die Verwendung von Experten, die hier Ansichten und Themen im Radio und Fernsehen beeinflussen, die ein hohes Spaltungspotenzial haben. Was zu Anfang der Covid-19-Pandemie relativ einfach war, da es wenige Experten gab und sehr wenige Journalisten mit medizinischer Expertise gab, die diesen entlarven konnten. Sobald Desinformationskampagnen gut platziert und in der Medienlandschaft sich ausbreiten, ist es schwierig, diese wieder einzufangen und richtig zu stellen. Das ist ähnlich wie ein Schneeballeffekt, der relativ schnell in einer Kettenreaktion außer Kontrolle gerät. Eindämmung ist derzeit in den sozialen Netzwerken durch Neutralisierung, also Markieren oder Meldung, schwierig handelbar. Als zweiter Aspekt geht es darum, diejenigen, die diese Nachrichten empfangen haben, davon zu überzeugen, dass diese Nachricht, die sie erhalten haben, falsch ist. Jedoch zu dem Zeitpunkt, wo sie die faktisch richtigen Informationen erreichen, haben sie bereits aus mehreren Quellen innerhalb der Medienlandschaft und ihres Medienkonsumverhaltens diese Nachricht mehrfach gehört, sodass diese sich manifestiert. Wir sehen also hier ein Ereignis, das startet. Dieses wird von mehreren Quellen berichtet und irgendwo in der Twitter-Atmosphäre wird also eine störende Desinformation daraus verwendet. Diese wird dann relativ schnell von anderen Medien aufgegriffen und verbreitet sich über die gesamte Medienlandschaft aus. Es ist also nicht mehr möglich, zwischen der echten, reellen Meldung und der Desinformationskampagne zu unterscheiden. Wie ist es also möglich, diese Desinformation zu stoppen? IronHide schaut sich über ein bestehendes OSINT-System die gesamte Medienlandschaft an, von allen relevanten Quellen. Dabei ist egal, ob diese im traditionellen Medienbereich sind oder im Internet oder sozialen Netzwerken. Und die Auswertung erfolgt in Originalsprache, falls dies relevant ist. Automatische Erkennung von Desinformation und Mustern sowie KI-basierte Richtigkeitswert und Vorhersage der Ausbreitung. Dies führt dazu, dass IronHide es möglich macht, diese Neutralisierung innerhalb von Minuten statt Stunden stattfinden zu lassen. Es wird ein existierendes OSINT-System verwendet, was das gesamte Mediumspektrum abdeckt und das in 32 Sprachen. In diesem OSINT-System wird ein Dynamic Trust Model integriert, was dann in der Lage sein wird, eine automatische Richtigkeitsprüfung durchzuführen und Desinformation identifizieren kann und damit kenntlich macht. Wir sehen hier wieder ein Ereignis, was startet. Es wird wieder berichtet von mehreren Quellen, allerdings wird sofort die Medienlandschaft beobachtet. Eine Desinformation wird durch das Dynamic Trust Model entdeckt, als verdächtig angesehen. Dies geschieht aufgrund von mehreren Technologien, die die ganze Zeit im Hintergrund laufen. Dieses wird dann über das gesamte OSINT-System analysiert. Es wird sowohl das Transkript angeschaut, wenn es sich um eine Audiobotschaft handelt. Es werden auch Personen identifiziert, Logos oder ähnliches, genauso wie die Polarisierung ermittelt wird. All dies fließt in dieses Trust Model ein und viel mehr.
Wie wird also gegen die Desinformation vorgegangen? Resilienter Schutz gegen Desinformationskampagnen. Da Schutz der eigenen Truppe, aber auch der Bevölkerung große Teile der Aufgaben darstellt, ist die Identifikation einer Desinformationskampagne extrem wichtig, schnell durchzuführen. Ironhide wird dieses automatisch tun und einem Analyseteam zur Verfügung stellen. Gleichzeitig wird eine Handlungsempfehlung mit einem Risikomodell, was aus mehreren Parametern die Verbreitung auch dieser Falschmeldung schon vorhersagt, mit beigegeben. Sobald dieses Analyseteam zu dem Schluss gekommen ist, dass es sich um eine Desinformationskampagne handelt, können diese Informationen angehängten Instanzen teilweise automatisch übergeben werden und so Redaktionen und diverse Medien informiert werden, dass eine Desinformationskampagne im Gange ist. Hierbei wird sowohl ein Automatic Dispatch System, aber auch menschliche Interaktionen über die Pressestelle mit Medien, Outlets, mit den diversen Redaktionen erwünscht. Zusätzlich kann durch eine Active Social Media Kampagne die Desinformationskampagne durch eine faktisch richtige Kampagne, ohne dabei die Desinformation zu wiederholen, verwendet werden, um der Ausbreitung der Desinformation zuvorzukommen. Gleichzeitig wird die ganze Zeit in Echtzeit mit dem OSINT-System überprüft, ob diese Maßnahmen greifen und welcher Schaden bereits entstanden ist und welche Teile möglicherweise der Truppe oder der Bevölkerung dieser Desinformation ausgesetzt wurden, um so ein korrektes Lagebild zu erhalten. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen schönen Tag.